Oder meinst du am Rätsel? Bei manchen funktionieren die Drops, bei manchen nicht, Chat. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich hab sie an. Mehr kann ich nicht machen. Kann da mal nur so einen Haken setzen, beziehungsweise so einen Reiter auf und. Wer ist Annika? Anaya. Alle echt. Mega-Power-Trank mal 5. Boah, das kommt doch. Hier ist doch nochmal Party, Digga. Boah, die Dinger machen richtig Bock, oder, Chat? Die machen richtig Bock. Na, und ich will jetzt nicht wieder hier, Forspoken fronten, aber wie einfach diese, ja, was soll ich sagen, diese Duelltürme oder Duellbereiche in Forspoken aussahen. Hier. Wunderschön, Alter. Das ist doch mal ein Bossfight, Digga. Potato!
ins Hemd. Ach hier. Impulse, Konzentrum. Ich hätte einen goldenen Zauber gebraucht, dann hätte ich das noch unterbrechen können. Ach, hier. Das nächste Mal dann. Impulse. 35 EP? Bodenlos. Spinnen geben 10 EP, by the way. Na endlich. Revelio. Noch ein Denkarium. Ja, war doch ein geiler Fight, oder Chat? Wenn der Gegner mal ein bisschen mehr aushält, dann macht es auch richtig Spaß, mal richtig Fähigkeiten reinzuballern. Oh. Trailer-Szene. Wie sie die Welt um sich herum verwandeln, ist bemerkenswert. Was ist denn? Sein Zustand bessert sich nicht. Er wird sich wohl nie vom Tod meines Bruders erholen. Es ist furchtbar, unsere Lieben so leiden zu sehen. Die Dürre ist Jahre her. Aber der Schmerz seines Verlustes sitzt so tief wie am allerersten Tag. Er braucht keine hübschen Säulen, sondern Frieden. Was, wenn ich helfen kann, Professor? Sie tun doch schon so viel für Ihren Vater. Das reicht nur nicht. Ich will ihm den Schmerz nehmen. Ich weiß, es ist verlockend, mit der Magie, die Sie beherrschen, mehr als nur die physische Welt zu verändern. Aber menschliche Gefühle haben ihre ganz eigene Macht. Selbst die umsichtigste und fähigste Hexe könnte den Ausgang nicht vorhersehen, den ihre Manipulation zur Folge hätte. Soll ich nur zusehen, wie der Schmerz ihn zerfrisst? Sie haben kein Recht, ihn zu nehmen. Spielst du mit Controller? Nein, mit Lenkrad. Und Gaspedal, by the way. Jedes Jahr aufs Neue sehen Schüler in ihren Teeblättern immer haarsträubendere Dinge. Oh, Miss Morgannock. Willkommen zurück in Hogwarts, Professor. Daran muss ich mich noch gewöhnen. Professor Rookwood? Ich bin hoch erfreut, dass Sie Verteidigung gegen die dunklen Künste lehren werden, Professor. Hier, nehmen Sie Platz. Erzählen Sie von Ihren Reisen. Ich hatte gehofft, Sie und die anderen könnten mich heute Abend zu Hause besuchen. Ich habe so viel zu erzählen. Aber nur zu gern. Sagen wir den anderen Bescheid. Vortrefflich. Dann bis bald. Vortrefflich. Noch eine Erinnerung. Und jetzt raus hier. Raus hier. Revelio. Dumbledore kam noch nicht vor. Wir schätzen, wenn er im Spiel ist, dass er kristallisierter Stein. Um die 9 Jahre alt. Das muss der Weg zurück zur Kartenkammer sein. Kann aber auch sein, wir sehen ihn nie.
Wen haben wir denn da? Ich bin Schüler in Hogwarts, Sir. Das hier ist Professor Fig. Professor Charles Rookwood, zu Diensten. Hat jemand die erste Prüfung bestanden? Ja, ich, Professor Rookwood. Wir haben Sie im Denkarium in Gringotts gesehen, mit Professor Rackham. Fürwahr. Sie haben also den Portschlüssel zu Professor Rackhams Verlies gefunden. Und die Karte in dem Medaillon über dem Denkarium entschlüsselt. Ja. Ich habe etwas Schwebendes über dem Denkarium gefunden, das ich nicht identifizieren kann. Ah, ja. Sie finden ein ähnliches Artefakt bei jeder Prüfung. Die müssen Sie sicher aufbewahren. Sie brauchen sie zum Abschließen der Reise, die wir für Sie geplant haben. Sobald Sie alle haben, sagen wir Ihnen, was mit Ihnen zu tun ist. Ich verstehe. Können Sie mir etwas über die nächste Prüfung sagen? Bevor Sie fortfahren, möchte ich noch mit Charles über die äußerst angespannte Lage mit den Kobolden sprechen. Hm? Kobolde? Der Schüler hat Spuren einer mächtigen schwarzen Magie gesehen, die von Kobolden genutzt wird. Er und sein Mentor Professor Fig sind nicht nur vor St. Bakars Turm Kobolden begegnet. Sie trafen auch in meinem Gewölbe in Gringotts einen mächtigen Kobold. Hm, es wäre wohl klug, die Prüfung zu unterbrechen, bis wir mehr wissen. Aber wir werden uns natürlich nach Ihrem Urteil richten. Ich habe bis jetzt eigentlich nur einen Bug mal gehabt, wo ich einen Gegner nicht ansehen konnte. Denken Sie, dass es eine Verbindung zu Victor gibt? Vielleicht. Aber hat sie etwas zu bedeuten? Wer weiß. Erzählen Sie erst mal, was Sie im Denkarium gesehen haben. Bevor die Hexe aus dem letzten Denkarium, Isadora, Professorin in Hogwarts wurde, hat sie sich mit Professor Rackham über schmerzlindernde Magie unterhalten. Hoffentlich bringt uns das nächste Denkarium weiter. Lassen Sie uns erst mal hören, was Ranrock weiß. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Aber ich habe eine Idee. Ich habe Sirona in den drei Besen mit einem Kobold sprechen sehen. Sie schien sich gut zu verstehen. Nun gut, sehen Sie, was Sie herausfinden können. Und vergessen Sie nicht... Mein Stoff. Ja, Sir. Mein Stoff, aha. Bevor Sie gehen... Ja, genau, der mit der gelben Bubble. Den kann man nicht anvisieren während des Duells. Und das Ärgerliche ist, wenn einem das nicht so richtig auffällt, verwirrt einen das. Und ja, dann ist das Duell unnötig anstrengend. So, einer von euch hat gefragt, wie viele Folgen auf dem Elotrix Story Games Kanal am Tag. Ich glaube, heute kam der letzte Part von Dead Space, also das Finale, ne, vom Let's Play von Dead Space. Das bedeutet, es kommen jetzt 2 bis 3 Folgen Harry, also nicht Harry, Hogwarts Legacy auf dem Story Games Kanal. Und wenn wir die Tage mal wieder Witcher spielen, dann ein Part Witcher und zwei Parts Hogwarts. Ja. So ist der Plan. Professor? Sind Sie irgendwo auf wirbelnde Spuren von Magie gestoßen? Abgesehen von denen auf unserem Pfad. Ich glaube nicht. Was sind das für Spuren? Beweise für die Bemühungen der Hüter, die Macht der alten Magie in dieser Zeit zu manipulieren. Wenn ich recht habe, und das habe ich meist, können Sie diese Spuren nutzen, um Ihre eigene Magie weiter zu verbessern. Danke, Sir. Ich werde danach Ausschau halten. Hut ab vor den Hütern. Bis jetzt ist das Game echt ziemlich sparsam mit Trophäen. Revelio. Din, 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 din. Professorin Garlic hat uns was aufgetragen, Chat. Da müssen wir ja eigentlich den Musterschüler machen, oder? Erstmal wieder den ganzen Stuff verkaufen. Direkt annehmen, den Aal. Erstmal hier wieder
Equipment lernen. Sollte Sirona in den drei Besen nach dem Kobold fragen, mit dem sie am Tag des Trollangriffs gesprochen hat? Blabla. Wo ist der Raum der Wünsche? Ich will die Items entpacken, die wir gefunden haben. Karte von Hogwarts. Geheime Räume. Raum der Wünsche. Wunderschön. Zack. Oh, da ist zum ersten Mal eine Verbesserung drinne. Oh. So Art wie Juwelen bei Diablo oder so? Eine Eigenschaft, oder? Ertauben 1. Erhöht Schaden mit einer Alraune. Okay, okay, okay. First Item mit Slot. Also mit gefülltem Slot, ne? Das Item hat ja auch rein theoretisch einen Slot. Ich weiß aber nicht. Ich glaube, wir haben auch vorhin irgendwas bekommen, Chat. Ihr habt es gesehen oben rechts, ne? Das sah aus, als hätten wir sowas bekommen, glaube ich. Oder die Möglichkeit, es zu craften. Ich weiß es nicht. Ich bin verwirrt. Aber wir haben auf jeden Fall noch nicht beigebracht bekommen, wie wir das füllen. Einfüllen. Platzwunde 1. Erhöhter Schaden mit Defindo. Klingt ja grausam, Platzwunde. Das Game ist top, Hotty. Kein Flop. Tippitoppi. Weiß einer, wie viel von diesen Merlins-Prüfungen man absolvieren muss, bis das Inventar größer wird? Die Stats seht ihr nicht. So. Oh. 2. Habe ich nicht schon 2? Habe ich nicht schon 2 absorbiert? Inventar verkaufen, machen wir gleich. Boah, langsam wird es ganz schön voll hier, das Menü. Was war der Auftrag von der Gewächshausdame? Einfach 3 Main-Aufgaben hat man. Depulso. Begib dich zum Unterrichtsraum für Tierwesen. Oha. Ich weiß gar nicht, wie lange das Game entwickelt wurde. Kann ich dir nicht sagen. Belohnung einlösen.
4 bei Herausforderungen? Nee, leuchtet nichts. Leuchtet nichts. Ja, fliegen können wir schon. Zweite Mission nicht. Schloss knacken? Kann sein, ja. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Wird ja auch langsam mal Zeit, was wir die Schlösser knacken lernen. Willkommen zurück. Ich habe da einen Sonderpreis für die Besenverbesserung. Besenverbesserung. Ich weiß Ihre Hilfe wirklich zu schätzen. Eine Besenverbesserung für mehr Beschleunigung und Geschwindigkeit. Nehmen wir mit. Sie werden diesen Besen lieben. Das verspreche ich Ihnen. Einfach Stufe 18 ist aber niedriger wie unser aktuelles Item, das wir tragen. Danke fürs Vorbeischauen. Wissen Sie, hey, ich wollte Karl Hogsmeade hat sich im Laden nach den Gerüchten zu einer Besenverbesserung erkundigt. Ohne Ihre Informationen hätte ich doppelt so lange gebraucht. Vielen Dank nochmal. Es mag ambitioniert klingen, aber ich arbeite bereits an der nächsten Verbesserung. Die ist noch komplizierter als die letzte. Haben Sie vielleicht Interesse, mir noch einmal zu helfen? Bei Irondale gibt es noch eine Strecke, die Miss Reyes gemeistert hat. Wenn Sie diese erste Verbesserung dort ausprobieren, kann ich die nächste entwickeln. Sie denken doch darüber nach, oder? Können Sie mir mehr über die nächste Strecke sagen? Das ist nur ein Katzensprung entfernt, südlich von Hogsmeade. Herrlicher Bergblick. Die Strecke stellt die Ausdauer auf die Probe. Ein paar Ihrer Klassenkameraden wollten dorthin, um zu sehen, was Imelda zu bieten hat. Und das ist durchaus erstaunlich. Ich meine, nachdem viele doch gar nicht erst gegen sie antreten wollten. Hoffentlich schreckt sie das nicht ab und sie probieren die Strecke aus. Denken Sie drüber nach. Klingt, als ob sie sich selbst übertreffen. Wenn ich kann, dann helfe ich. Danke. Dieser erste Erfolg ist erst der Anfang von dem, was ich für das Besenfliegen erreichen kann. Melden Sie sich schnellstmöglich wieder bei mir. Und dann geht's los. Harry Potter Epoche kaufst du dir einfach mit dem Bus 2000, da ist alles drin. Dann auf zum Wettflug. Dün, 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 dün. Die Brille ist gut, hä? Unterrichtsraum für Tierwesen. Level 14. Alohomora! Das ist jetzt Hauptstory, ja? Die drei goldenen Spots sind Hauptstory. Ich muss aber sagen, dass die Aufträge für die Professoren teilweise auch sehr gut sind und ein hohes Niveau haben. Fazit bis jetzt zum Game macht unglaublich Laune, super Performance auf der PlayStation, ultra heftig geiles Kampfsystem. Grafik, Reveille. Performance, alles gut. Soundkulisse sehr gut. NPC-Gesichter könnten ein bisschen motivierter sein, besser sein, aber mich persönlich stört es nicht so mega. Und ja, bin echt zufrieden. Das Game entführt einen einfach in eine wunderschöne Harry Potter Welt. Kein Zutritt. Hä? Wie soll ich denn da reinkommen, ihr Scherzbeute? Unsichtbare Wand. Fürchterlich.
Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Hallo, ich bin's, Gareth. Hast du kurz Zeit? Nein. Revelio. Ah, mal wieder so eine Rätseltür. Lumos. Wo ist das zweite? Revelio. Oh, endlich mal bewegende Treppen. Das erste Mal. Wunderschön. Das habe ich noch vermisst. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. So, also, wir haben eine 11. Wir ziehen 5 ab, wir ziehen 1 ab. Das heißt 6, 5. Fragezeichen muss 5 sein. Doppel 5 ist das da oben. Doppel-Fragezeichen. Weiß nicht, wie ich das nennen soll. Vierfach Tentakelviech. Das da. Vier. Dingkopf ist 0, 1, 2. 2, 4. Also ist Fragezeichen 0. Also Eule. Revelio. Oh, cool. Nichts. Much. Hallo nochmal, Mr. Moon. Oh, ich hatte gehofft, Sie wiederzusehen. Gladwin Moon, Hausmeister von Hogwarts, zu Ihren Diensten. Zuerst möchte ich mich entschuldigen, dass ich bei unserem letzten Treffen leicht... Die Tiere sind, die ganzen Tiere und Fabelwesen sind aufsteigend von 0 bis 9 Chat in der Reihenfolge. Obwohl ich hörte, dass Ihr Besuch in Hogsmeade noch ereignisreich war. Also ganz unten links ist 0, ganz unten links ist 0 und ganz rechts ist 9. Ich hatte keinen Trollangriff erwartet. Natürlich nicht. Da muss man nur mal gegenrechnen. Soweit ich weiß, hatte das Dorf Glück, dass Sie da waren. Eigentlich hatte ich gehofft, Sie bei meinem jüngsten Besuch in Hogsmeade zu treffen. Ich könnte Ihre Hilfe bei etwas gebrauchen. Sehen Sie die seltsame Statue dort drüben? Schauen Sie, was passiert, wenn das Licht vom Tag zur Nacht wechselt. Wie übertrieben das Spiel jetzt gerade uns zeigt, dass gerade gespult wurde. Könnten Sie mir vielleicht einen Moment helfen und den Mond von der Statue entfernen? Seltsame kleine Vorrichtungen, nicht? Scheinbar verschwindet die Statue, sobald der Mond entfernt wird. Was übrigens nur bei Nacht funktioniert. Warum behalten Sie diesen nicht erstmal und ich erkläre Ihnen unterwegs mehr?
Seit jenem schicksalhaften Tag im Dorf sind diese merkwürdigen Statuen überall im Schloss aufgetaucht. Einige von ihnen sind sogar in Hogsmeade verstreut. Offenbar versucht jemand, mich zu quälen. An jenem Tag in Hogsmeade bog ich um eine Ecke und sah mich einem Irrwicht gegenüber. Einem Gestaltwandler, wenn man so will. Er nimmt die Gestalt dessen an, was einem am meisten Angst macht. Oha. Dieser hat die Form eines Demigeis. Ein Demigeis? Ja, eine furchterregende Kreatur, die in die Zukunft sehen kann. Nervenaufreibend. Als junger Mann in Korea bin ich einem begegnet. Eine schreckliche Erfahrung. Diese Statuen sind Demigeis. Dämonen sind vermutlich eine unkreative Anspielung auf meinen Namen. Ein paar Halunken fanden mit einem Irrwicht meine größte Angst heraus und nutzen sie nun gegen mich. Ich habe schon einen Verdacht, welche Schurken dafür verantwortlich sind. Ich hoffe, sie machen einen Fehler und geben sich zu erkennen, wenn die Statuen verschwinden. Deshalb brauche ich ihre Hilfe beim Entfernen der Statuen. Warum ich? Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens haben sie sich durch ihre Heldentaten gegen die Trolle in Hogsmeade den Ruf erworben, furchtlos zu sein. Zweitens, so makaber und abscheulich ein Demigeis auch ist, die meisten finden meine Angst unbegründet. Sie aber haben ihre Wirkung auf mich gesehen. Ich bin einfach mit meinem Latein am Ende. Ich kann mich einfach nicht in ihre Nähe begeben. Ich weiß sogar von zwei Statuen, die sich hier im Lehrerturm befinden. Vielleicht im DSC. Vielleicht könnten sie sie entfernen, damit ich meinen abendlichen Pflichten nachgehen kann. Ich helfe Ihnen gerne, Mr. Moon. Oh, ich wusste doch, auf Sie ist Verlass. Erstens wissen Sie, wie man einen Desillusionierungszauber wirkt, richtig? Tun Sie das, bevor Sie nachts durch den Turm spazieren. Als nächstes stellen Sie fest, dass die Tür verschlossen ist. Wie kommen Sie rein? Mit Allohomora. Und die Ausgangssperre? Ausgangssperre? Mumpitz! Sie sind ein bisschen wie ich früher. Die Schule lag mir zu Füßen. Und das habe ich ausgenutzt. Man hat mich dafür geliebt. Ach, das waren noch Zeiten. Die eine Statue finden Sie im Badezimmer der Vertrauensschüler und die andere im Krankenflügel. Viel Glück und danke. Wer vom Lehrer angestiftet wird, viele Regeln zu brechen. Wieder alles gesehen. Allohomora. Wird langsam ganz schön voll hier. Jetzt reichen meine drei Zaubersets nicht mehr aus. Das war's komplett. Ah doch, das eine ist ja doppelt. Okay. Ach, das ist ein Standardzauber. Man muss ihn nicht aktiv ausrüsten. Also einsetzen. Allohomora. Logisch. Oh nein! Bitte nicht bei jedem schlossenen Mini-Rätsel. Oh no, ich kann das nicht. Ich befinde mich im freien Fall zum Erdkern. Josh, danke für den Raid. Sie sind drin. Denken Sie dran. Mit dem Desillusionierungszauber wird Sie niemand sehen. Dies ist schließlich ein verbotener Bereich des Schlosses. Bruder, auf einmal dreht sich da irgendwas und keine Ahnung, Mann.
Das wird noch ein bisschen dauern, bis ich das blicke. Das Ding ist Overchat. Hallo, Homura. Fürchterlich. Bruder. Erstmal auf den Schrecken loopen. Also irgendwie, wenn sich die Dinger innen, also außen ist fürs grüne Licht und die inneren sind fürs rote, für den roten Funken. Man muss den grünen Funken, glaube ich, Revelium, ganz außen hin bekommen. Und den roten muss man in das Innere entlassen. Das war jetzt ja klar, dass hier in Stufe 2 Schloss kommt. Reittiere gibt es wohl, aber wir haben noch keins freigeschalten. Also, hoppala. Ich hoffe, man kriegt irgendwie noch eine Art Autoknacken später. Jedes Mal dieses Minigame ist ein Trümmerbruch. Das sagst du jedes Jahr, Matilda. Das Badezimmer der Vertrauensschüler. Hallo, Homura. Nee. Ich blick's auch noch nicht, Chat. Hallo, Homura. Das reicht. 50 Hauspunkte. Das kannst du doch. Ja.
Revelio. Nun, ich sollte vielleicht meine Aufsicht beginnen. Professor Black weiß es wohl am besten. Aber die Schüler sind schrecklich enttäuscht, weil Quidditch abgesagt wurde. Hufflepuff? Ravenclaw? Sprechende Wette erkennen. Und Ravenclaw wäre keine gewesen. Jedenfalls nicht dieses Jahr. Ich würde auf Hufflepuff setzen. Was war das? Oder? Wir brauchen unbedingt für die Schleichpassagen den Skill, dass wir Revelio sprinten können. Ohomora. Revelio. Oh, ein Regenbogentrank. Münzen. Dafür habe ich die Tür geknackt, oder was? Ich glaube, die spinnt. Nicht mal mehr klauen lohnt sich heutzutage. Wirklich harte Zeiten. Hallo, Mr. Moon. Ich habe die Monde, die ich sammeln sollte. Sie sind so furchtlos, wie ich gehofft hatte. Ein ausgezeichneter Beginn. Wenn wir noch mehr sammeln, könnten wir Hinweise darauf erhalten, wer hinter all dem steckt. Natürlich habe ich zuerst Peeves verdächtigt. Ja, Kevin. Er hat den letzten Hausmeister Rancorous Carp mit seinen wieder zurück. Unerträglichen Posten in den Vorruhestand getrieben. Aber das erklärt noch nicht den Irrwicht in Hogsmeade, oder? Nein. Ich bin entschlossen, mit Ihrer Hilfe die Identität meines Peinigers herauszufinden. Das klingt spannend. Ich würde Ihnen gerne helfen, dieses Rätsel zu lösen. Sie sind ausgesprochen freundlich und gebildet. Und ich kann Ihnen im Gegenzug für Ihre Hilfe auch etwas anbieten. Denken Sie daran, dass die Monde nur nachts zu holen sind. Deshalb rate ich, wenn nötig, Desillusionierung zu benutzen. Das Game spielt ungefähr 100 Jahre vor Wie viele Statuen gibt es denn? Ich weiß nicht genau, aber ich habe Dutzende entdeckt. Ich scheine sie überall zu sehen. Sie wissen, was zu tun ist, wenn wir ihre Bedeutung entschlüsseln wollen. Sie erwähnten eine Gegenleistung für meine Hilfe. Das stimmt. Sobald sie mir genug Monde gebracht haben, zeige ich ihnen sogar noch stärkere Versionen von Alohomora. Es gibt nämlich kompliziertere Schlösser als das im Lehrerturm. Gut. Ich halte Der die bringt Augen uns dann auf. Wahrscheinlich die das anderen Stufen nett. Bei. Ich wusste, dass ich mich an sie wenden kann. Zusammen können wir dieses Geheimnis lüften. Level 18. Einfach schon Stufe 18.
fürs gute Karma. What the fuck? Revelio. Ich frage mich, wie das laufen soll, wenn man irgendwelche Notizen nicht hat. Wie man die alle finden soll. Oje, oje. Das wird ein Krampf, alles einsammeln. Man hat ja immerhin oben rechts eine Übersicht, was fehlt. Fantastische Tierwesen. Vielleicht lernen wir dann etwas über die Zucht oder zumindest über die Tierwesen. Schnellreisen, so geil. Wie schnell das einfach geht, so gut. Super nützlich. Zack, schon da. Revelio. Natürlich ist das jetzt wieder Stufe 2. Wer hätte es gedacht? Was war das denn für ein Geräusch? Hast du gehört? Stufe 2, alle. Revelio. Oh! Ihr wart das. Oh, die wollen kuscheln mit den Muscheln. Süß. Oh, ich will euch alle vier. Ui, seid ihr Feinis. Oh mein Gott. Lumos. Mach euch Licht. Wow, guck mal, wie süß. Protego. Sieht nicht so aus, als hätten sie mich jemals aus den Augen verloren. Ach so, das ist wahrscheinlich das Unterrichtsgebiet. Sie ist der Hagrid in der Zeit, oder Chat? Sie ist die Wildhüterin. Ja klar, logisch. Sie ist die Wildhüterin. Und weil wir Nacht haben, ist sie halt nicht aktiv. Also als NPC-Lehrerin, wie auch immer. Ich verstehe. Mashallah. Was geht ab? Lumos. Das nicht der Schatz. Eine interessante Schulstunde. Dank dir. Ich hatte es mir anders vorgestellt, aber das war großartig. Ich schätze deine Hilfe. Ich hoffe, Schaff war nicht allzu unfreundlich, als du deinen Trank abgegeben hast. Er hat was von Verantwortung gesagt. Viel Glück da draußen. Professor Schaff war verärgert, aber es ist alles in Ordnung. Das ist es bestimmt. Er hat sicher gelacht, als wir weg waren. Sharp mag mürrisch sein, aber ich wette, dass er früher auch Tränke in die Luft gejagt hat. Ich sollte gehen. Nächstes Mal gibt's weniger Explosionen. Versprochen. Welcher Unterricht gefällt dir am besten? Gekreuzte Stäbe war ein Riesenspaß, oder? Verteidigung gegen die dunklen Künstler hat schon sehr Bock gemacht. Aber ich fand auch den Kräuterkunde-Unterricht echt nicht schlecht. Und das hat nichts rein theoretisch nur mit der Lehrerin zu tun. Revelio. Also der Unterricht hat wirklich Spaß gemacht.
Aber ich fand die Lehrerin auch unglaublich sympathisch. Also einfach ihr Charakter. Modell, wie auch immer man das nennen soll in einem Videospiel. Ne? Sie ist einfach ein schön designter Lehrer im Spiel. Ne? Wenn ich das so sagen kann. Wir sind im Haus Ravenclaw gelandet. Ach, Chat. Fürchterlich sein wir. Fürchterlich.